So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Hier seht ihr schon einen Crypto-Ho-Oh-Raid. Das sind drei Leute drin. Ich sehe hier zwar niemanden, da sind trotzdem drei Leute drin. Wir können ja mal kurz den Pass einwerfen und in die Lobby reingucken, wer das ist. Das ist ein JNB, Level 47, Dark Moon, Level 40 und Mr. Togekiss, Level 41. Ich gehe jetzt aber wieder raus. Weil die gehören nicht zu mir. Hier ist wirklich nichts. Also hier ist beim Parkplatz. Hier stehen diverse Autos. Aber in den Autos, da sitzt keiner drin. Das ist alles leer. Dort kommen gerade Leute angefahren. Aber da ist gerade eine alte Dame ausgestiegen. Die ist jetzt auch weggelaufen. Also keine Ahnung. Vielleicht ist das hier in diesem Marstall drin. Vielleicht spielen die Pferde. Dort sind nämlich Pferde drin. Vielleicht machen die Pferde den Raid. Ansonsten habe ich den Raid in die Raid-Gruppe gepostet mit Koordinaten, dass Leute, die vor Ort dabei sein wollen, vielleicht mitmachen können. Ich bin jetzt mit 4 Accounts am Start. Die hat Pupsi da im Auto drin. Pupsi ist dabei, Shenaya ist dabei, Sarina ist dabei. Ich habe das auch nochmal in den Community-Tab gepostet, auch mit der Konda-Übersicht. Gehen wir kurz in den Community-Tab. So, das ist der Community-Tab. Hier seht ihr auch die 100er-Werte 2207. Und 2759, das Ding ist vom Typ Flug und Feuer. Ihr nehmt also entweder Elektro, ihr nehmt Wasser oder ihr nehmt Gestein. Gestein gegen Feuer, Gestein gegen Flug ist also doppelt effektiv, richtig brutal. Und manche wollen das auch probieren, ob die es vielleicht einfach mit 2 Accounts im Duo legen können. Für mich wäre das der allererste Ho-Oh-Raid, den ich mache. Da kann ich aber gleich noch mehr dazu erzählen. Ich würde ja so gern die Pferde mal abfilmen. Es sieht bestimmt komisch aus, wenn man da so hinläuft und einfach so tut. Ich melde mich gleich zurück. So, damit ihr mir glaubt, dass hier Pferde sind, mal ganz kurz so. Das sind Pferde. 2 Stück. Jetzt gehen wir wieder, dass sie sich nicht belästigt fühlen. Was wollte ich aber erzählen? Ich habe letztens ein Video gehabt mit Hannes, das hieß der Platin-Trade mit Hannes. Da hat mir für die Kanto-Region genau noch ein Pokémon gefehlt und das war das Mewtwo. Das heißt, Hannes hat mir ein Mewtwo rübergetauscht. Das hat auf Level 40 gepusht, der hat es mir rübergetauscht. Das war mein Pokédex-Eintrag von Mewtwo. Und dann habe ich die Platin-Medaille bei Kanto bekommen, weil es das letzte Pokémon ist, was mir gefehlt hat. Heute wäre das der Platin-Raid mit Hannes gewesen. Nicht der Platin-Trade, aber der Platin-Raid mit Hannes. Denn mir fehlt in der Johto-Region genau noch ein Ho-Oh. Das wäre dann auch Pokédex-Eintrag. Und eben die Platin-Medaille in der Johto-Region. Jetzt ist Hannes leider nicht da. Sein Zug ist nicht gefahren. Es ist ja gerade Streik und alles. Deswegen, Hannes ist nicht da. Ich möchte trotzdem, dass der Platin-Raid mit Hannes, nur halt ohne Hannes, nennen, weil Hannes nicht da ist. Aber da wäre eigentlich, wollte ich mir diesen komischen Münchner Hellbieraufsteller mitnehmen und neben mich stellen. Sagen, das ist Hannes, habe ich jetzt vergessen. Hier sind schon wieder Leute drin. Wahrscheinlich schon wieder dieselben, die es nicht geschafft haben. Ich gucke nochmal nach Pupsi, ob das alles passt. Und in 2 Minuten steigt man dann auch in den Raid ein. Dann hoffe ich, dass ich es fange. Und dann ist das dieser Platin-Raid mit Hannes, nur ohne Hannes, für die Johto-Platin-Medaille und den Pokédex-Eintrag von Ho-Oh. So, es ist jetzt Punkt 10. Die Leute, die da drin waren, sind jetzt auch nicht mehr drin. Das ist also jetzt wurscht. Ich werfe jetzt also meinen Pass ein, weil es ist ja um 10. Ich gucke mal kurz hier rüber auf den. Ich schreibe hier auch einfach mal Go rein. Moment. So, da schreibt man Go. Hier gehen wir aber auch ins Spiel. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob die drei Leute, die vor Ort sind, wo auch immer die vor Ort sind, den Raid probiert haben und haben es vielleicht nicht geschafft und wollten jetzt nochmal in die Lobby rein und es nochmal machen. Oder dass sie dachten, ah, scheiße, wir sind nur zu dritt. Wir sind nur zu dritt, wir gehen wieder raus, wir schaffen es eh nicht. Die Level sahen ja gut aus. Mit Gesteinsangreifern müsste das kein Problem sein. Jetzt habe ich hier noch den... Jetzt habe ich hier noch den Samyang-Account, da schmeiße ich auch mal einen Pass rein. Pupsi hat die Kontrolle über Iver Soft, Iver Mild und Super Sani. Wenn wir hier reingucken, sehen wir auch, Super Sani ist drin, Iver Soft, Iver Mild. Bloody Mary, Shenaya, Samyang Bulldog, Habanero Lime. Also jetzt sind die drei Leute nicht da.
die ganze Zeit da waren. Was haben wir hier für Konter? Hier ist Rihonyo dabei als Gesteinsangreifer. Despotar, Gestein, Rihonyo, Gestein, Cognodon, Gestein, Garados, ja, als Wasser halt, und Despotar als Gestein. Hier habe ich Rhamidon, Rhamidon, Despotar, Rhamidon, Rihonyo, Ampharos. Ampharos? Ja, gegen Elektro, gegen Flug wahrscheinlich. Also wir sind ja eh jetzt in 8 Leute drin. Irgendeiner ist noch dazugekommen, der sonst gar nicht da war. Flexmann. Flexmann ist noch am Start. Servus, Flexmann, genau. Gehen wir auch nochmal raus. Und ist halt schade, weil es ist genau dieses Wochenende, wo Crypto Ho-Oh da ist, am Samstag und am Sonntag. Die meisten Leute werden das so lange suchten, bis sie sich ein 100er erlösen können oder ein 100er Krypto bekommen oder wenigstens ein Krypto Shiny Ho-Oh bekommen, denn es ist das erste Mal, dass das Ding shiny sein kann als Krypto. Man konnte schon ein Krypto und ein Apex Krypto haben, aber das ist das erste Mal, dass man hier jetzt ganz fit sich ein Krypto Shiny gönnen kann. Ich hätte mit dem Hannes heute und morgen wahrscheinlich jeweils Krypto Ho-Oh gemacht als Raid. Jetzt ist Hannes nicht da. Der Zug ist wie gesagt nicht gefahren. Es gab einen Zug. Seiner ist ausgefallen. Es gab einen Zug, der wäre über Erfurt gefahren und dann nach Meiningen. Den durfte er aber nicht nehmen mit seinem Ticket. Ich dachte zwar, dass die Zugbindung und die Streckenbindung aufgehoben ist. Aber war doch nicht so. Wir haben ihm gesagt, er darf nicht fahren mit dem Ticket, mit dem Zug. Und sein Zug, der normalerweise gefahren wäre, der fährt nicht. Es fahren Züge nach sonst wohin, aber da kommt er nicht nach Meining. Und das war halt Quatsch. Jetzt will er das irgendwann mal nachholen, hat er gesagt. Vielleicht eine Woche später. Bin ich mal gespannt. Nächste Woche, am Wochenende, wäre ja der Community Day. Vielleicht ist Hannes da zum Community Day spielen. Und das war's. Aber diesmal hatten wir so viel vor. Wir wollten ein Crypto Ho-Oh Raid Video zusammen machen. Wir wollten den Royal Rumble, der am Samstag jetzt auch stattfindet, den wollten wir auch zusammen machen. Also gucken. Ich habe Bier-Tastings eingekauft. Ich habe eine Tüte Tortillas gekauft. Wir haben noch Jägermeister Schaf gehabt. Ich habe mich auf jeden Fall übelst drauf gefreut. Jetzt stehst du halt wieder da, musst du gucken. Das Ho-Oh, danke an Shinaya, danke an Sarina, danke an Flexmann, dass sie hier mitmachen. Hätte ich wahrscheinlich die anderen Accounts gar nicht gebraucht. Soft und mild. Ist auch nicht so stressig, wenn man halt weniger Handys hat. Ne? Ihr wisst, wie das ist. Wir knallen jetzt hier trotzdem noch ein bisschen drauf. Dann hoffe ich, dass ich fangen kann und meinen Pokédex-Eintrag bekomme. Und dann eben die Platin-Medaille bei Johto beim Platin-Raid mit Hannes, nur ohne. Grüße raus an Hannes auf jeden Fall. Dann bin ich gespannt, wann auch die komische Forschung weitergeht. Ich will mich mal bei dem hier kurz durchdrücken. 26,19 mit Wetterboost. Bei Pupsi müsste ich dann mal fragen, ob sie irgendwas hat. Oder auch nicht. Oder mal rübergehen dann. Wir gucken erstmal, ob wir meinen fangen können. Es ist auf jeden Fall kein Shiny. 26,62. Der ist besser als der andere. Jetzt müssen wir den nur irgendwie fangen. Ich hasse Ho-Oh, weil der ist immer so weit oben und er greift so oft an und da kannst du immer so schlecht werfen. Und ich habe schon so lange keinen Ho-Oh mehr versucht zu fangen. Einfach fabelhaft, das sieht gut aus. Wir müssen ja, glaube ich, 20 Curveball-Würfe machen. Für die Forschung, für die es aber ein extra Video gibt, ist schon wieder alles durcheinander. So, da greift es wieder an, wir werfen wieder drauf, wir werfen wieder einfach fabelhaft, das sieht schon mal gut aus. Wenn das jetzt so bleibt, ist das Ding hoffentlich drin und wir haben die nächste Platin-Medaille. Hat er jetzt angegriffen. Soll ich dir mal meine Ausbeute zeigen? Wir brechen kurz ab, wir zeigen kurz hier. Das ist Pupsis Ausbeute. Nö, ist doch okay. In der Mitte haben wir 26,62. Links haben wir 26,93 Shiny. Und hier haben wir 26,86 Shiny. Zeig mal, funktioniert das jetzt auch bei den Krypto-Shinies, wenn man einen Ball nimmt und wirft den Ball drauf, dass das sowieso drin bleibt, weil es ein Shiny ist. Dann haben der Ei war mild und der Ei war soft. Die haben seit 30 Jahren keinen Raid mehr gemacht. Und jetzt beim allerersten Raid, den sie machen, kriegen sie direkt Krypto Shiny. Das darfst du dann fangen. Das in der Mitte ist ja deins. Wie viel hat deins? 26,62. Meins hat auch 26,62. Also hätte sie ruhig ein eigenes suchen können. Aber irgendwas war nicht was mit,
Da war nicht was mit 90 dabei. 93, aber das ist trotzdem nicht gut. Wie ist nicht gut? Das muss doch gut sein. Was ist denn dann das mit 2 und... Ach so, das kann ja nicht mindestens 10, 10, 10 haben. Das kann ja mindestens 6, 6, 6 haben und deswegen kann es auch schlecht sein. Egal, wir curven weiter, wir werfen weiter, wir brauchen trotzdem noch den Pokédex-Eintrag. Bei einem Raid 2 Shinies. Das ist gut. Ihr seht, der Kreis ist so groß, aber es ist trotzdem einfach fabelhaft. Ich feiere das. Der muss aber drin bleiben. Ich habe keinen Bock, nochmal morgen einen Krypto-Ho-Oh-Raid zu machen. Das ist mir immer nix mit Leuten vor Ort. Ihr seht, da brauchst du wieder 100 Handys. Ansonsten, wenn du einladen kannst zu anderen Raids, da machen immer mal welche mit. Das ist viel entspannter. Ich hasse dieses Konzept der Krypto-Raids. Das funktioniert nur in Großstädten. Das funktioniert nur bei einer funktionierenden Community. Das ist, wenn du so ein bisschen raiden willst und andere Leute kennst, nicht einladen kannst. Es ist halt, du stehst halt alleine da. Wenn du alleine da stehst und einladen kannst, es ist wieder anders, als wenn du nicht einladen kannst und immer hoffen musst, dass irgendwie jemand aus der Umgebung sich mit reinschleust. Aber das weißt du vorher auch nicht so. Das ist immer so ein Überraschungsmoment. Und irgendwann geht es nach hinten los. Und dann fliegt das Handy in die Ecke. Und dann war's das. Und jetzt haben wir hier den Pokédex-Eintrag. So, mit diesem Krypto-Ho-Oh mit Wetterbrust. 13, 11, 6. Nehmen wir mit, mach mal weg. Hier sind Stops, könnte man drehen. Ist wieder anderes Video. Hier ist jetzt die Platin-Medaille. 100 Pokémon in der Johto-Region. Der Platin-Raid mit Hannes, nur ohne. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und schreibt ihr mal rein, habt ihr schon ein Krypto-Ho-Oh gemacht? Habt ihr ein gutes? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt's rein. Ich habe jetzt 2, die brauche ich nicht, die könnte ich theoretisch verschicken. Peace out, vorhaut, euer Ramses.